Meint und hallo, liebe Angelsportsfreunde. Ja, ich bin wieder am Wasser und wenn ich diese wunderbare, schöne Cap aufhabe, heißt es für mich, ich bin am Forellensee unterwegs. Ich bin heute in der Anlage oder bei der Anlage Nachtigallenthal. Er hat vor kurzem geschrieben, dass er schöne, große Regenbogenforellen, rotfleischige Regenbogenforellen, bis zu 3 Kilo in seinen Teich setzt. Deswegen bin ich heute hier. Ich möchte nämlich auch ganz gerne mal gebeizten Lachs machen, also gebeizte Forelle. Und ja, was brauchen wir dafür? Richtig, wunderbare, schöne Regenbogenforellen, beziehungsweise wir brauchen Fisch dafür. Deswegen bin ich heute hier. Ich möchte es gerne wieder klassisch probieren mit der Spunrute, mit der Gummirute. Ich habe schon meine Bodentaster-Montage rausgelegt mit meinem Bananaboost. Liegt hier jetzt schön am Rand, am Einlauf, da wo das Wasser reinkommt, an Teich 3. Und ja, ich möchte es jetzt ganz gerne erstmal probieren mit Spoon. Ich habe gesehen, dass einige Forellen sehr weit oben an der Oberfläche stehen. Und ja, deswegen probiere ich es jetzt erstmal mit dem Jarier in 0,8 in einer auffälligen Farbe. Ich denke mal, grün, rosa werde ich jetzt als erstes nehmen. Und ja, ich werde einfach meine Montage montieren. Habe meine ganzen Gummiköder auch dabei, habe Wobbler dabei. Und ich würde mal sagen, ihr begleitet mich den Tag und ja, hoffentlich fangen wir eine wunderbare, schöne, große Regenbogenforelle. Let's go! So, wie gesagt, ich habe jetzt meinen Spoon montiert. Ich habe schon einige an der Oberfläche stehen sehen und die werde ich jetzt mal ein bisschen anwerfen. Und dann gucke ich mal, ob sie reagieren. Ich bin mal gespannt. Oh, da hatten wir schon den ersten Kontakt. Ein Interessenten, der hinterhergekommen ist. Na, ich bin mal gespannt. Also ich habe jetzt ein paar Forellen ganz nah an der Oberfläche gesehen. Die sind meinem ganz kleinen Spoon gefolgt, aber überhaupt keine Reaktion. Ein bisschen getwitscht und gar nichts. Also die sind da zwar hinterhergekommen, aber sofort wieder abgedreht. Ich werde es jetzt mal probieren, die gezielt mit einem Gummi anzuwerfen. Aber wirklich 6er Haken, keine Tungstenperle, einen kleinen Molefett dran in der Farbe Braun, also sehr natürlich. Und ja, da wollen wir mal gucken, ob wir darauf Reaktion kriegen als allererstes. Ich meine, der Besatz kommt jetzt gleich rein, dann werde ich gleich weiter aufs Spoon probieren. Aber die Forellen, die ich jetzt hier gerade gesehen habe, die probiere ich jetzt mal so anzuwerfen und gucken, ob wir da Reaktion drauf kriegen. So, leider keine Reaktion drauf gekriegt, aber ich werde jetzt mal eine Nummer tiefer gehen. Anton Spezial, orange-grün, 2,5 Gramm. Und jetzt mal so ein bisschen die Wasserfläche abfischen. Da bin ich ja mal gespannt. Erstmal einwerfen und durchkurbeln. Und ansonsten eine Nummer tiefer, ein bisschen absinken lassen. Und dann probieren, hier über die verschiedenen Wasserschichten zu beackern. Das wäre meine Chance gewesen. Alter Falter, das war jetzt eine schwere Geburt. Da haben wir die allererste Forelle. Eieieiei. Mann. Also das war jetzt wirklich eine richtig schwere Geburt. Hier sind ganz viele Forellen drin, die sind aber wirklich inaktiv. Die gucken die Köder kaum an.
Und ich habe jetzt wirklich vieles durchprobiert. Ich habe Gummi verschiedene Formen und Größen probiert und auch Spools durchprobiert. Und jetzt hat es geklappt auf einen kleinen Jarier in 0,8. Eine wunderbare, schöne Regenbogenforelle fangen zu können. Noch nicht die Größe, die ich mir erhoffe. Hier schwimmen auf jeden Fall mehr drin, also größere noch rum. Aber der Anfang ist gemacht und hoffentlich kriegen wir jetzt noch die ein oder andere etwas größere. Also es ist definitiv kein leichtes Angeln, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. So Leute, der Bann ist gebrochen. Die erste Forelle ist rausgekommen auf einen kleinen Jarier, 0,8 Gramm in der Farbe. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir vielleicht jetzt noch mal die eine oder andere mehr kriegen, vielleicht auch eine größere. Ich hoffe es ja. Also wenn die erste Forelle rausgekommen ist, ist ja meistens immer so, dass der Bann gebrochen ist und dass man dann die eine oder andere auf jeden Fall noch mal fängt. Ich mache jetzt noch mal ein paar Würfe mit dem. Ich hatte heute Morgen auf jeden Fall schon Kontakt auf diesem kleinen Spoon. Gummifisch habe ich, wie gesagt, ja auch schon durchprobiert, aber da gab es wirklich null Reaktion. Da sind sie eher vorweggeschwommen. Ja, und auf den kleinen hier, den wollten sie jetzt unbedingt haben. Oder die eine auf jeden Fall. Siehst du? Ich wusste es. Das war sie doch. Hat sie geguckt. Und das machen wir jetzt nochmal, so lange bis sie zubeißt. Nein, das war sie. Mist. Ach, ärgerlich, ey. Schade. Ausgestiegen. Das wäre die zweite gewesen. Naja, wir kriegen noch eine. Wir kriegen noch eine. Nein. Hoxerfett geklaut. Oh, das gibt's doch nicht. Oh. Endlich die zweite. Bitte nur nicht aussteigen. Aber ich glaube, die hat den Köder voll genommen. Und Köder auch schon wieder raus. Also die beißen echt spitz. So, jetzt konnten wir die zweite überlisten. Ein, zwei habe ich schon wieder verloren. Aber es ist echt wirklich ein Kampf, die Forellen heute zu überlisten. Boxerfett in orange-blau. Hat mir einer schon einmal den Köder geklaut. Die hat jetzt genommen und ja, also Wahnsinn. Harter Kampf, hat erkämpft, aber es macht sich so langsam und wir werden die ein oder andere schöne Regenbogenforelle hier kriegen. Und die ist doch schon mal, und die ist genauso groß wie die andere. Herrlich. Das hier war der Übeltäter. Boxerfett in diesem orange-blau. 6er Haken und ich glaube 2,3 mm Tungstenperle. Relativ weit an der Oberfläche. Ich habe die Forellen oben stehen sehen, angeworfen und die ein oder andere Forelle hat auf jeden Fall reagiert. Das habe ich jetzt schon hier mit dem ganzen Teich gemacht. Auch mit dem 0,8 Gramm Spoon habe ich das ja auch gemacht. Da habe ich ja auch eine so gefangen. Die zweite habe ich jetzt auch so gefangen und zwei habe ich ja wie gesagt schon ja, leider verhauen. Sieht man hoffentlich gut auf der GoPro. Und ja, ich gehe jetzt mal noch mal ein bisschen weiter. Guck noch mal, ob hier die eine oder andere schöne noch steht. Und es heißt wirklich kämpfen, suchen, suchen, ausprobieren und wirklich gezielt die Forellen anwerfen, immer wieder triggern. Und ja, dann hoffentlich kriegen wir jetzt noch eine. Und vielleicht eine, ja, die ein bisschen schwerer und größer ist. Es sollen hier bis zu 3 Kilo rumschwimmen, habe ich auch schon gesehen. Vielleicht kriegen wir eine animiert und wir kriegen noch eine. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, wir machen weiter und wir probieren unser Glück mit Gummi. Da haben wir die nächste. Ui, 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 ui.
aber sehr tief unten. Schön. Und abgeschöpft. Sehr gut. Herrlich. So, jetzt kommen wir in die nächste Fang. Wieder eine schöne, ja, ich sag mal so 1,5 Kilogramm Regenbogenforelle auf einen Spoon, auf den SRA-Spoon im Blau-Orange, 2,5 Gramm und sehr weit unten gefischt, also relativ grundnah, weil ich habe hier oben keine Aktionen mehr gesehen an der Oberfläche und habe mir jetzt gesagt, ach komm, wir gehen jetzt mal eine Etage tiefer und ja, es hat keine 10 Würfe geklappt und da kam diese wunderbare schöne Regenbogenforelle raus. Also man muss heute sehr flexibel sein, sehr viel durchprobieren, von oben nach unten, von unten nach oben und ja, dann kommen auf jeden Fall die Bisse und man hat auch Erfolg. Hm? Könnt ihr es sehen? Ja, ich glaube, der Vogel ist ja scharf. Genau, unseren SRA-Spoon, Schaumburgerfisch Angler-Spoon, vorne grün-blau, rot, hinten blau mit Goldpartikel dran oder Goldglitzerpartikel dran und 2,5 Gramm. Und jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Relativ weit unten und schön langsam. Vielleicht haben wir Erfolg. Ich gebe mein Bestes. Immer noch eine schöne, ja, 3 Kilogramm hier rauszuzaubern. Let's go! Yes, da hat es mit der Fliege noch mal geklappt. Ah, die hat eben gerade schon einmal dazwischen geschnappt. Und jetzt meine letzte Hoffnung, hier noch einen Fisch zu fangen, war mit einer Fliege. Und die hat gerade zweimal daneben geschnappt am Rand. Und jetzt habe ich noch mal eine. Oh, sehr cool. Und eingekeschert. Nice. So, nachdem alle Methoden jetzt versagt haben, Spoon, Gummi, Wobbler, Stripe, habe ich mir, ihr werdet es nicht glauben, mir eine kleine schwarze Fliege ran gemacht, ein bisschen beschwert mit dem Tungstenkopf. Ich halte sie gleich mal in die Kamera und diese wunderbare schöne Forelle, das ist jetzt die vierte Forelle, die wir fangen konnten, wollte die Fliege haben. Sie hat zweimal daneben gebissen. Dann habe ich sie am Rand nochmal schwimmen sehen, angeworfen oder hingeschlänzt und dann hing sie auf jeden Fall. Sie wollte auf jeden Fall die Fliege, richtig cool. Ich versorge schnell den Fisch und dann hatte ich den Köder nochmal in der Kamera. Nachdem mir gerade alle Ködertypen irgendwie versagt haben, habe ich mir eine wunderbare, schöne kleine schwarze Fliege dran gemacht. Und die Forellen, die jetzt hier nochmal an der Oberfläche waren, beziehungsweise am Rand waren, lang geschwommen sind, angeworfen. Ja, und die eine ist auf jeden Fall hängen geblieben. Also einfach ist es heute definitiv nicht. 4 Köder, 4 Fische, es hätten vielleicht schon 6 oder 7 sein können, wenn ich die anderen nicht verhauen hätte. Aber ja, so ist Angeln, ne? Was willst du dagegen machen? Ich probiere es jetzt nochmal mit der Fliege, die eine oder andere zu bekommen. Ein bisschen will ich noch machen. Wir haben es nämlich jetzt schon, jetzt muss ich mal kurz auf die Uhr gucken, 11:45. Also eine gute Zeit, 4 Fische in 4 Stunden, kann man grob sagen, ja, pro Stunde ein Fisch. Könnte besser laufen, aber ich bin froh, dass ich trotzdem schon 4 Fische habe. Und ja, ich mache jetzt noch mal weiter, gucke noch mal die Ränder ein bisschen ab und gucke, ob da jetzt noch eine steht. Und dann werfe ich die mit der Fliege an und dann mache ich so gegen 1, mache ich Feierabend. Vielleicht kriegen wir jetzt noch eine. Drück mal die Daumen und los geht's. Die hat 2-3 Mal attackiert und dann hängt die noch nicht mal richtig. Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Ah. Ich mache Feierabend. Mehr als 4 Forellen sind es nicht geworden. Leider. Es hätten ein paar mehr sein können. Hätten die richtig gehangen. Aber so ist Angeln. Das passiert manchmal, dass die Fische nicht richtig den Köder abschlucken und dann auch nicht richtig der Anhieb durchkommt. Dann bleiben die Fische auch nicht wirklich hängen. Aber nichtsdestotrotz, ich habe 4 wunderbare, schöne Fische fangen können.
auf 4 verschiedene Methoden an Ködern. Wie ihr selber gesehen habt, man muss sehr flexibel sein oder man musste heute sehr flexibel sein. Ich musste sehr viel durchprobieren. Fische kamen entweder oben an der Oberfläche oder halt relativ weit unten. Naja, nichtsdestotrotz fahre ich jetzt mit 4 wunderbaren schönen Fischen nach Hause, werde sie jetzt schön zubereiten. Schnelle Blende und schon sind wir in meiner Küche. Ich habe die Regenbogenforellen am Vortag jetzt schon filetiert, habe sie heute aus dem Kühlschrank rausgenommen und die Mittelgräte mit der Grätenzange rausgemacht. Das Ganze habe ich jetzt alles ohne Kamera gemacht. Ich denke mal, jeder weiß von euch, wie man Fisch filetiert und dann auch die Bauchgräte mit rausmacht und dann die Mittelgräte am nächsten Tag rausnimmt. Das habe ich jetzt schon gemacht. Hier habe ich meine Fische schön filetiert. Die möchte ich jetzt gerne beizen bzw. ein Gravidlachs daraus machen und werde sie jetzt vorbereiten. Was brauchen wir dafür alles? Und zwar brauchen wir frisch geschnittenen Dill, dann brauchen wir von der Zitrone bzw. für meine Masse hier von 2 Zitronen frischen Abrieb von der Schale. Dann brauchen wir auf jeden Fall braunen Zucker und Salz dazu. Das Gemisch habe ich jetzt hier schon gemischt, ist hier drinne. Man sagt immer so 1:1, ich mache es gerne 2:1. Dann brauchen wir noch dazu ein bisschen Zitronensaft auf jeden Fall, den ich aus der Zitrone genommen habe, wo ich die Schale abgerieben habe. Und dazu nehme ich ganz gerne noch ein bisschen Gin. Ich habe hier aus dem Dänemark-Urlaub so einen schönen Zitronen-Gin. Den werden wir über den Fisch auch noch drüber träufeln. Und ich würde mal sagen, ich lege die Filets jetzt schön bereit. Dann machen wir eine schöne Close-Up-Aufnahme, wie wir das Ganze garnieren. Die Filets sind jetzt einvakuumiert, sie sind fertig, so sieht das Endergebnis aus. Jetzt dürfen die für 48 Stunden im Kühlschrank richtig schön lange ziehen. Und dann wollen wir doch mal hoffen, dass wir da wunderbare schöne kleine Lachsscheiben bzw. ja, Regenbogenforellenscheiben rausschneiden können. Ich bin gespannt, sie gehen jetzt in den Kühlschrank, für euch ist eine schnelle Blende und dann sehen wir uns gleich wieder. Let's go! 48 Stunden später. Die Filets sind wunderbar fertig. Wenn man jetzt mal hier so ein bisschen in das Ding guckt, kann man hier erkennen, dass richtig viel Flüssigkeit aus dem Filets ausgetreten ist. Wir werden die Verpackung jetzt aufschneiden, dann werden wir die Filets abtupfen und mit einem wunderbaren schönen Flexmesser, ich habe hier eins von FDIC, in schöne Tranchen schneiden, also in schöne dünne Scheiben schneiden. Und ja, das werde ich jetzt mal machen. Dann werde ich ein bisschen probieren. Und dann schauen wir uns das Ergebnis dann danach mal an. Ja, mit dem Ergebnis bin ich doch super zufrieden. Wir haben hier schöne, hauchdünne, kleine Scheiben.
wunderbar schön runtergeschnitten. Der Geschmack ist super lecker. Man kann die Zitrone schmecken, man kann ein bisschen den Gin schmecken. Das Süß-Salz-Verhältnis ist super schön und auch die Kräuter, der Dill, kann man super rausschmecken. Und das werde ich jetzt mit den ganzen Filets machen, wunderbar schön aufschneiden, mir dann später ein kleines Brot machen, wo ich ein bisschen Frischkäse oder Butter drunter schmiere, dann diese schönen Scheiben drauf machen und mir das nachher köstlich schmecken lassen. Ja, und wenn euch das alles gefallen hat, was ich hier gemacht habe, wie ich vorgegangen bin, dann lasst doch gerne mal ein Like da, haut doch mal unten in die Kommentare, ob euch das gefallen hat. Schreibt auch noch mal rein, ob ihr gerne sowas noch mal sehen möchtet. Und ja, oder wenn ihr das auch nicht sehen wollt, haut alles in die Kommentare. Feedback ist wichtig. Und ja, mehr bleibt mir jetzt gar nicht zu sagen. Ich hoffe, euch hat dieses wunderbare, schöne Video gefallen. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute. Bis denn. Ciao.